Moin Leute, moin Lemke, was geht ab, Alter? Ich grüße euch. Na, Da ist er lang nicht wieder. gesehen. Ja. Aber schon mal wieder gehört, ne? Hier sind wir Cross gefahren, eine Runde. Das war gut, ne? Hat Spaß gemacht. Ja, heute wollen wir mal ein bisschen über mein Leben sprechen, ne? Was es so Neues gibt Ja. hier an der Karre. An der Karre gibt es ja auch so einiges Neues. Das stimmt, hast du mir erzählt. Ich habe es schon gesehen. Sieht mega geil aus. Und du hast ja noch ein neues Gerät. Neues Kfz habe ich auch noch. Neues Kfz. Ah, hier hast du zwei neue Kfz. Eigentlich habe ich zwei neue Kfz, aber über das eine brauchen wir jetzt nicht unbedingt sprechen. Ja. Ja, hier, ne? 500er hat noch ein bisschen Updates gekriegt, eine schöne neue Gabelbrücke. Ich muss doch mit meinem Handy mal Licht machen. Ist ein bisschen dark. Das ist ein bisschen dark hier. Ein Aber bisschen bevor jetzt dark. geht's. So, wir wollen ja richtig sehen, wie schön die aussieht. Guck Ja, dir das schöne, die. edle Stück hier mal an. Da hat er sich aber richtig gegönnt. Die ist auch hier, da ist auch Gummi zwischen, ne? Ein bisschen gedämpft, ne? Hm. Gedämpfte Lenkeraufnahme. Ist richtig geil. Was hat das schöne Stück gekostet? 850 Euro. Was? 850 Flocken. Okay. Aber es sieht halt geil aus und ja. Gibt halt keine rote. Es gibt Ja. keine rote Gabelbrücke auf dem Markt. Klar, werden jetzt einige schreiben oder nicht. X-Twig oder sowas. Die sind aber eher ins Braune. Und die hätten optisch so rausgestochen wie die, die ich davor hatte. Die war ja rot eloxiert. Das Eloxat hat nachgelassen, dann war die braun. Fand ich scheiße. Deswegen dann diese hier. Aber ich glaube, das hatten wir auch noch gar nicht drin, dass du jetzt, oder hattest du das mit den Carbon-Abdeckungen auch schon Die habe beim ich letzten Video? letztes Jahr seit meinem Geburtstag da drin. Ich weiß Ja. jetzt nicht, wann wir das letzte Moped-Video gemacht haben. Boah, keine Auf Ahnung jeden mehr. Fall gibt es noch eine Ach so, Neuigkeit. Und ja. zwar hier. Mensch, eine Die schöne Tröte Tröte. hat er hier. Hm? Schön Acker. Peng, peng. Nach meinem Italien-Urlaub, da haben wir gar kein Video mehr darüber gemacht. Ja. Das letzte Video mit dem Motorrad, das war das in Österreich. Ja, stimmt. Jetzt, wo du In es sagst. Ischgl, wo ich diesen Pass da hochgefahren bin. Genau. Ja, da gab es ja vor Ischgl war das rote Fußrasten noch. Diesen hier gab es nochmal. Ist eigentlich aus dem Enduro-Bereich. Ne? Öleinfüllstutzen da, noch eine rote Schraube für. Schönes Ding, aber ich finde der Acra, der passt farblich, also das Acra-Logo, das passt halt farblich Perfekt. perfekt einfach. 10 von 10. Ja, Aber also ohne Witz. ich hatte ja die ganze Zeit überlegt, ob FMF oder Acra. Und dann habe ich einen Händler gefunden, die beides da hatten, weil ich wollte auch erst den Edelstahl Acra nehmen, den FMF, den schwarzen. Ja. Und dann da eine Carbon-Endkappe dranhauen, weil das wäre auch nochmal richtig geil gewesen. Hätte auch farblich gepasst, weil dein FMF-Logo, das ist ja auch schwarz-gelb, rot-gelb. Aber die hatten den denn da und der hat einfach mal locker flockig 100er weniger gekostet. Und passt farblich so geil dazu. Ja, Hört sich definitiv. affengeil an. Ist gut laut, also ne, schon Laut ist out. laut ist out, Nein. aber laut ist auch irgendwie geil. Ja, krass, schon geil. Ne? Ich finde sowieso, ihr könnt es mal in die Kommentare schreiben, aber ich finde zu KTM passt immer Acra besser und zu Husqvarna FMF. Ist auch Ne? so, Ist ja auch weil halt standardmäßig eigentlich mal so, die ja. Farben, die blauen Farben vom FMF zum Beispiel, das hat man ja auch einfach eher in der Husqvarna Ja, wie in der definitiv. KTM. Es hätte hier auch farblich irgendwie doch sehr geil reingepasst, wenn dann dieser blaue Inchail-Dämpfer dran gewesen wäre. Aber bei mir muss das immer alles perfekt aussehen. Und wenn man da nämlich dann so einen Fingerabdruck oder sowas in diesen Titan eingebrannt hat, in den blauen, Ja, das ist da kriege ärgerlich. ich zu viel. Oder man fährt doch mal im Regen und dann hat man da auch wieder was eingebrannt. Sowas, das ist ärgerlich. Mach nochmal deine Lampe an, da kann ich was zu zeigen. Warte, wo habe ich meine Lampe? Ist ja auch ein Titan-Inchail-Dämpfer. Hier hat ein Kumpel, als er heiß war, mal draufgegrabbelt. Sieht man das hier? Ja, so ein bisschen, ja, Mhm. tatsächlich. Klaas Oliver, da sieht man da einen wunderbaren Fingerabdrücker immer noch. Zum Kotzen. Ja, haben wir bei der Karre alles durch eigentlich. Ja. Jetzt können wir gleich dein neues Gefährt angucken, aber vorher kommt nochmal Werbung. Und zwar habe ich hier von Wevor drei geile Ständer. Man muss dazu sagen, die sind sehr, ja, sehr robust gebaut auf jeden Fall, aber auch sehr oldschool, was die Technik angeht. Also ist was Robustes, aber ein bisschen oldschool-mäßig. Hier haben wir einmal den großen Ständer, den finde ich ganz cool, den kann man am Boden festschrauben. Und hier oben hat man noch diese Schienen hier drauf. Das heißt, da kann man ganz gut
ja, auch ein paar andere Sachen mal draufstellen. Also ich würde sagen, weil ich es mir vorhin angeguckt habe, da würde auch gut ein E-Scooter drauf passen, wenn man drauf basteln will. Ansonsten haben wir hier diese Ständer noch einmal in Schwarz und einmal in Rot. Ja, Preis-Leistung ist halt ein sehr günstiger Preis, finde ich. Ich werde euch die drei Ständer einfach unten mal reinkloppen. Und weil wir heute einen guten Tag haben, werde ich unter allen Leuten, die unter diesem Video einen Kommentar schreiben und ein Like da lassen, werde ich einen Ständer verlosen. Den darf er sich dann aussuchen, welchen er haben will. Also den blauen, den schwarzen oder den roten. Da hat der Gewinner dann freie Auswahl. Ich ziehe den Gewinner einfach am Sonntag. Ziehe ich den. Am Sonntag. Den, ich esse das. Weiß ich nicht. 22. Nee, sowas. Oder meinst du diesen Sonntag? Diesen Sonntag. Oh, du bist aber schnell mit Gewinner, ne? Oh nee, wir machen nächsten Sonntag. Hast du recht. Ja, 22. Also den 22. ziehen wir den Gewinner. Wie gesagt, der Gewinner kann sich dann einen aussuchen. Also schreibt ordentlich Kommentare und lasst ein Like da. So, jetzt gucken wir dir dein neues Gefährt an. Wo habe ich meinen Schlüssel? Ach, hier. Aber erstmal ziehe ich hier nochmal ein Stück Spezi. Und da ist das Schlüssel. Hoi. Hoi, hoi. Oh, Spezi ist schon geil. Hast du schon wieder leer gezogen? Oh, ich glaube, was Spannendes hier. Jo. Oh, oh. Da steht er. Junge. Einen dicken Opel hat er sich geholt. Opel Movano. 2,5 Liter. 120 gelaufen. Ein Wahnsinnsprodukt. Das war jetzt gerade wie bei Grip oder so. Ja. Sehr hoch und sehr lang. Kommt rein in meine zukünftige Stube. Ja, mal rein in die Karren. So, gucken wir mal hier. 1,93 wollte ich mal sagen, ne? Und ja, immer noch Platz das ohne Luft nach oben. Gut. Ja. Wie man sieht, hast du schon ein bisschen angefangen mit Armaflex hier zu arbeiten. Ein bisschen gedämmt ist er schon mal. Unten noch nicht. Weil wir hier noch das eine oder andere ganz kleine Rostprobleme haben, muss ich sagen. 2003er Baujahr. Fast kein Rost an der Karre. Außer hier. Da blüht er ein bisschen auf. Ja, ist ja bei Opel, bekommt man immer ein Rostpaket dazu. Ja, ein Rostpaket bucht man beim Kaufen gleich bei Opel mit. Aber kein Thema, das wird jetzt auch noch angegangen, wenn es ein bisschen kühler wird, ich mit dem Bus bei uns in eine Scheune kann. Und dann geht das damit auch los. Folgenden Plan habe ich noch. Hier soll noch ein Seitenfenster rein, das habe ich auch schon liegen. Ja. Schönes getöntes hier, von da so bis da. Ne? Fenster, oh, fast umgefallen hier. Ja, dann habe ich hier schon mal räumliche Trennung gebaut. Das wird hinten die Motorrad-Heckgarage, oben drauf das Bett. Bettgestell ist auch schon so weit. Müssen nur noch Stützen ausklappbar dran. Ja. Hast du darauf schon mal gepennt? Nee, ich habe mich aber schon mal mit einem Kumpel draufgelegt. Beide 100 Kilo, hat auch schon gehalten, ohne Stützen. Das mit dem Pennen, das kommt wahrscheinlich nächsten Monat dann irgendwie mal, dass ich das mal anteste. Hier drinnen haben wir schon gepennt, aber halt noch nicht da oben drauf. Okay. Genau. Fenster hast du auch schon oben? Also genau, das Dachluke habe ich schon mal eingebaut. Das ist jetzt einfach nur eine 40x40er stinknormale Dachluke. War günstig. Was wollte eine Dachluke? Die hat 130 Euro gekostet. Okay, da kann man nicht meckern. Ich wollte eigentlich eine haben, die hier so geht, ne? Von da so ganz rüber. Ja, weil das halt geil gewesen wäre, wenn du hier drinnen liegst, aufmachst und morgens da den Kopf raushalten kannst und nach frische Luft schnappst, ne? Ja. Naja. Ja, hier hinten unten willst du wahrscheinlich Moped-Garage rein? Ja, das ist Motorradgarage denn. 2,30 Meter Länge für die Motorräder. Habe ich hier einen kleinen Überstand, das Bett ist 2 Meter. Und da kommt hier noch so ein Brett vor, sage ich mal, bis vor die Lichtmaske quasi beim Motorrad und dann hoch. Hier noch Deckenspots unten unter. Was hat man denn hier? Wunderbar. Wenn man mit den Jungs losfährt, was braucht man da? Eine Theke. Genau, die soll es hier geben. Ne? Schön, um sich abends mal ein Havanna Cola oder ähnliches anzurichten. Samischer ne? Mittwoch. Ja, das braucht man dann mal. Ne? Ja. Hier soll dann mal eine kleine Kitchen hin, ne? Küche. Hier noch ein Wandschrank denn. Ja. Hier soll auch schrankmäßig was rein, hier in der Ecke denn eines Tages mal Solarregelung und sowas. Und hier so ein kleines Gepäckfach, sage ich mal noch, wo man dann eine frische Buchse oder so, ne, hinlegen kann. Braucht man ja.
Oh, aber ich finde es ultra geil, dass hier hast du echt mega viel Stauraum, muss ich ehrlich sagen. Ne? Also, ja, das ist hier nochmal so. Ne? Da kann man auch ordentlich was hinpacken. Tief, tief. Ja. Ansonsten, was haben wir noch vor? Das L2H2, ne? Hattest du gesagt. Ja, ja, ja. Höhe, also Höhe zweifach, weil das hier ist ja Normalhöhe bis hier. Dann kommt das Dach und hier ist ja noch so ein GFK-Aufbau drauf. Ja. Und das macht das Ganze dann nochmal höher. Und Länge haben wir, glaube ich, es ist 3,60 Meter mal 1,70 Meter die Ladefläche. Na gut, abzüglich der Radkästen, aber die stören ja eher weniger dadurch, dass wir das halt eher als Motorradgarage benutzen. Ja. Ich habe jetzt von einem Kollegen eine 96 abgeholt gehabt, der hat sich eine gekauft. Da haben wir meine mal nebengestellt, also es ist auch überhaupt kein Problem, hier drei Motorräder reinzustellen. Ja, ich wollte gerade sagen, also wenn wir in meinem Bus schon drei reinbekommen haben, ja, dann sollte man das hier, passt easy, hier easy zwei Stück reinbekommen. Und das Schöne ist halt, wie gesagt, fest eingebautes Bett, 1,40 mal 2 Meter Liegefläche. Das war mir wichtig, ne? Weil. Festes Bett für Bunga Bunga. Bunga Bunga, er wieder hier. War mir auch einfach wichtig, weil ich nicht auf dem Feldbett schlafen kann, da kriege ich es in meinen Rücken. Ne? Ja, man wird ja auch nicht jünger, man wird ja auch mehr älter. Ich muss ja hier rentengerecht, ich habe schon überlegt, ob man hier noch einen Lift einbaut, dass man besser ins Bett kommt. Aber so weit sind wir noch nicht, ne? Ja, sehr nice. Ja, dann können wir das Projekt auch mal so, wenn es irgendwann abgeschlossen ist oder so halbwegs, dann können wir das auch nochmal videotechnisch dokumentieren, genau. So, die Wände sollen vertefelt werden in den Decken, da kommen ja, genau, wie machst du das? Genau, das kannst du noch was sagen. Da kommen hier, ich weiß nicht, vielleicht kennt man das aus dem Baumarkt oder so, da gibt es doch immer so breite Holzleisten. Und dann ist da so breit Luft zwischen und dann ist wieder so breit eine Holzleiste. Ja, und hinten hinter so Filz oder sowas. Mhm. Davon sollen hier zwei Streifen dran lang. Eigentlich so aktuell der Plan, wo denn so LED-Streifen drin eingelassen werden mit Milchglas, dass die Decke so geil ist und schön beleuchtet ist, ne? Ja. Und der Rest vertefelt, ne? Hier so rüber und dann vielleicht hier in die Schrägen noch kleine Schränke, dass man da noch ein paar Socken reinschmeißen kann oder sowas. Da bin ich mir noch unsicher. Oder Bier. Ja, ich wollte gerade sagen, da hast du auf jeden Fall noch Möglichkeiten, ein bisschen was zu machen. Genau. Ja, mit Schränken meine ich auf der Höhe. Man könnte halt rein theoretisch hier dran runter auch noch was machen, dass man eine gerade Fläche hat oder das ein bisschen rausziehen, weil 1,40 Meter Liegefläche, die brauche ich auch wirklich nur, wenn ich mit meinem Kumpel Finko Arsch an Arsch schlafen soll. Ja. Ansonsten, wenn ich da alleine liege, dann macht mir das nichts, ob ich jetzt 1,45 Meter oder 90 Zentimeter habe. Es ist halt nur... Ich baue halt immer so, dass man mit mehreren Leuten hier auch mit losfahren kann. Weil Ziel ist ja dann auch mal zum Gardasee oder keine Ahnung wohin. Also ich sag mal, mit drei Leuten kannst du easy reisen in dem Bus hier. Ja, es ist halt nur... Ja, genau, das ist einmal Fahrersitz, da können wir gleich auch nochmal reingucken. Es ist halt einfach nur das Problem, was ich noch sehe, so ein bisschen, wenn man zu dritt reist, wo schläft man, ne? Da muss man dann irgendwo Abstriche machen. Ja, aber ich sag mal, da oben passt doch easy zu dritt auch hin. Da wird's ja ein bisschen eng. Zu dritt mit drei Typen auf 1,40 schlafen, ja, das ich glaube, mein Schwein fällt. Ja, aber und wenn dann da noch so einer dabei ist wie du, hier ein bisschen am Popo kratzt, dann kannst du auch... Okay. Also ich wäre es auch nichts, bin ich ganz ehrlich. Also ich brauche ja, jetzt auch kommt auch wieder auf meinen Freiraum. Also. Am Ende, ehrlich, das da. Ich habe gerade schon überlegt, rein von der Theorie könnte hier sogar bald ein Feldbett durchpassen. Hier soll nämlich eine kleine Klappe rein, ne? Eine Hundeluke quasi, dass man durchhuschen kann und dann da hinten nochmal so einen Koffer hat, wo man dann seinen frischen Schlüppi drinnen liegen hat. Ja, worüber Schlüpfern packen wir jetzt hier? Ja, Schlüpfer und Socken. Hier oben, da. Ja, wer weiß, ne? Braucht man alles. Oder mal einen Kochpott, ne? Den braucht man ja auch noch. Ja, apropos Kochpott, es soll hier auch Wasserversorgung denn drinnen geben. Dass ich hier, sag ich mal, einen Tank drinne stehen habe, dass ich da auch mal einen Teller abwaschen kann oder mal ein Glas von Havana-Cola-Mische von letzten Abend. Ne? Und ich würde mir auf jeden Fall noch eine Solardusche holen, weil du kannst, wenn du zum Beispiel Enduro fahren warst, direkt erstmal... Genau, das ist dann das nächste Thema. Das Schöne ist, die Seitentüren, die Türen hinten, die gehen so auf. Ne? Ich habe mir auch schon überlegt, da mache ich mir Plan oder einen Duschvorhang oder sowas, den man da dann einhaken kann, zumacht ringsrum, ne? Wie so ein Rondell, wo man dann drinnen duschen kann. Ja, sehr geil. Ist auch affengeil, ne? Ja, schon eine geile Idee. Ich finde, mit so einem großen Transporter kann man immer mega viel machen. Das sind halt riesige Möglichkeiten, nur man muss auch erstmal die Zeit haben, das zu machen. Ne? Und ein bisschen Kleingeld, weil ich sag mal, so ein Urlaub kostet halt auch mal echt viel Asche.
Alleine jetzt schon nur die Dämmung und die Fenster, das waren schon mal 800 Euro, ja, ne? Ja, ja. Ich würde mir auch jederzeit so einen Transporter holen, wenn man zum Reisen, aber ich benutze ja mein Auto auch als Privatfahrzeug viel und ja, da wäre mir so ein Ding einfach zu groß. Du hast das Gute einfach, du hast zwei Autos. Ja, das ist der Vorteil, genau. Es ist halt aktuell noch sauteuer, weil diese Transporter, der ist jetzt auf LKW zugelassen, aber es ist halt teuer von der Versicherung. Ich zahle irgendwas bei 850 Euro Versicherung im Jahr. Boah. Auf Haftpflicht, ne? Das genau. Ist echt viel. Und das habe ich jetzt so eingestellt, dass es monatlich ist, dann zahle ich irgendwas bei 900, aber es sind halt jeden Monat nur 70 Euro, sag ich mal. Aber es ist eine andere Hausnummer wie, Ja, ja, ich weiß schon, was du meinst. So, jetzt guck mal vorne nochmal kurz rein. Ja, hier. Und dann müssen wir auch mal Ende machen, ne? Schon wieder 30 Minuten hier gelabert. Nee, 30, nicht 16. So, da sind wir hier vorne in der Fahrgastzelle, ne? Auch geiles Reisen eigentlich. Schön viel Platz, gerade auch zu dritt. Ich will mich mal reinsetzen hier kurz. Also, ich glaube, man hat hier auf jeden Fall ein bisschen, ja, man hat hier mehr Freiheiten als im T5 oder T6. Ja, definitiv, da hast du ja immer hier einen Schmökebecher. Wenn einer geraucht hat, dann hast du ja gleich den Aschenbecher in meiner Kniescheibe hängen. Ja. Ansonsten haben wir hier nochmal einen Freund Gustav, der muss aber auch mal durch die Waschmaschine. Ja, Hubertus, wo ist denn dein Hubertus? Der muss hier drin sein. Warte mal, den habe ich. Den ja, weiß er nicht. Doch, der ist doch in Gold. Gustav, Alter. Was geht ab, Gustav? Oh, hier noch mit Kassette, sehr modern. Multifunktionslenkrad. Mhm. Da ist er. Hubertus, Alter. Was geht ab? Freut er sich. Ja, Hubertus, der ist ja eigentlich selbstverständlich auch immer dabei. Der war nur noch. Der war mit auf Mallorca und da haben wir eine verloren. Der kam jetzt erst per Expresslieferung mit der Post. Verloren? Ja, der kam mit der Post wieder. Ey, wo hast du den verloren? Und verstehe ich jetzt nicht. Aber ja, den hat mir da einer abgezogen. Aber das war eine Bekannte von einem Kumpel. Ach so, okay. Und der hat jetzt hier 100 Kilometer entfernt irgendwie ungefähr, hat er da die ganze Zeit gewohnt und jetzt habe ich ihn wieder. Der gute Hubertus. Ne? Du bist der Mann, wo der schon überall auf was für Partys der schon war. Ja, wie mein Hubertus, der war auch schon auf so einigen Partys. Ja, naja. Hat bestimmt Titis gekrabbelt auf Mallorca, oder? So wie du grinst, hä? Ja, weißt du. Ja, gefickt hat er da. Mehr erlebt wie manch einer von uns so. Ja, wir haben eigentlich alles, ne? Ja, ich wüsste jetzt nicht, was wir sagen können. Hier, Boxen hat er ein Dach drin. Ja, das ist ja geilsig. Ja. Ne, ballert dir direkt in den Schädel, die Boxen. Aber die sind doch nachträglich nachgerüstet, oder? Nee, ich glaube, das ist tatsächlich Serie. Meinst du echt original? Kann man die abschrauben? Nee. Ja, lass mal die mal. Jetzt hast du gleich das Dach in der Hand. Aber ich habe immer hier Bluetooth-Box, weil Bluetooth hat er noch nicht. Ja. Ja, das, ich sag mal, hier vorne ist halt ein bisschen alles oldschool, aber es reicht ja auch hin. Ne? Guck dir mal den Ganghebel hier an. Du musst noch richtig rühren. Ein richtiger Rührstab ist das tatsächlich, ja. Mensch. Ja. Ja. Nee, schönes Ding. Ja, hast du was Schönes gegönnt. Für einen guten Kurs. Für einen guten Kurs, kann man nicht sagen. Ja, ja. War in Ordnung vom Preis her. Sonst hätte ich noch nicht gekauft. Ja. So, dann würde ich sagen, macht beim Gewinnspiel mit. Lasst ein Like da und einen Kommentar. Hoch, ne? Und ich sage einfach mal, wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Also, bis dann. Ciao, ciao. Tschüss. Brr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 r